Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Tomb Raider 1 Part 15. Ich bin ein Voldy Boy. Jawohl, wir haben hier das Dorfmassaker einigermaßen überlebt. Aber es ist tragisch. Der Grimm hat sich für uns geopfert. Und wir wissen nur, das ist zum Guten geschehen für die Lara, weil Jasus hat sie es genommen. Jungs und Mädels, ich möchte euch unbedingt Danke sagen, dass ihr so treu meine Let's Plays schaut. Ich tue immer wieder verfolgen, ich sehe immer mal wieder, ich glaube, es sind immer etwa ein bisschen die gleichen auch, wo sich für meine Let's Plays interessieren. Danke vielmal, aber ich möchte euch sagen, bitte schreibt es doch auch in die Kommentare rein. Schreibt einfach nur rein, hey, ich bin's und ja, mir gefällt dein Let's Play. Ihr dürft auch Kritik reinschreiben, selbstverständlich. Ich bin auch immer offen für Kritik. Wichtig ist, dass wir einen Dialog zusammen haben. Schaut doch mal die grossen YouTuber an mit ihren 1,5 Millionen Abonnenten. Die ganze Zeit Werbung, die eingeblendet wird, bei mir habt ihr das nicht. Bei mir habt ihr das volle Let's Play. Und was ich auch noch wollte sagen, ich tue am Schluss auch immer ganz klar sagen, wenn euch mein Gameplay fasziniert, dann werdet doch Abonnenten. Macht das doch. Nicht, weil ich damit Geld verdiene. Ich verdiene kein Geld mit dem. Aber ich investiere Stunden und Aberstunden in meine Let's Plays. Und das Einzige, was ich verdienen kann, das sind ihr. Wenn ich euch als Abonnenten habe, dann bin ich schon zufrieden. Ich brauche gar nicht mehr. Ich möchte nur einfach sagen, dass das sehr wichtig ist. Wenn ihr wirklich Interesse an meinem Kanal habt, dann tut doch bitte abonnieren. Ihr verliert nichts, ihr gewinnt auch nichts, aber es gibt einen lebendigen Dialog zwischen uns. Hä? Und je mehr dass ihr in die Kommentare schreibt, desto mehr werdet ihr sehen, ich werde jeden einzelnen Kommentar immer wieder beantworten. Weil ich kann mir das auch leisten. Ich komme ja nicht hunderte von Kommentaren über. He? Okay, aber jetzt werden wir gerade weitermachen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wo ich denke, da hinten, da geht irgendwie dann noch die volle Luzi ab. Ich kann es euch sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was alles kommt. Es geht aber irgendwie um eine Brücke. Es geht um eine Brücke. Und das wird richtig heftig. Das kann ich euch versprechen. Ja, und vielleicht sterben wir ja auch. Kann ich eben auch nicht so genau sagen. Aber was immer auch kommt, wir werden es gemeinsam miteinander erleben. Schon dabei. Scheiße, durchschneiden. Nein! Ich hab sie! Nein! Scheiße! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. The Rough! Mein Ziehvater! Rough! Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay.
Oh mein Gott, hey, das hätte jetzt auch wieder richtig in die Hose können gehen. Rettungshubschrauber M888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal, ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Ich habe übrigens in den Optionen ein bisschen umgeschraubt. Und zwar habe ich die FX-Dialog... Effekt, Soundeffekt etc. ein bisschen abgeschraubt, weil ich gemerkt habe, dass er doch einfach in diesen Extremsituationen der Ton überwiegt und meine Stimme fast verschluckt wird. Wir müssen jetzt das einfach mal testen und schauen, ob das besser geworden ist. Schreibt es doch auch in die Kommentare, wenn euch da irgendetwas dran stört oder wenn ihr es in der Ordnung findet. He? Okay, wir möchten noch unsere Waffen aufrüsten. So, ich konnte die Schrotflinte aufwerten, das Maschinengewehr aufwerten und ich konnte noch zwei Fähigkeitspunkte vergeben. Und wir sind im Rang 2, das heisst, man kann jetzt bessere und stärkere Ausrüstungsgegenstände tragen, was immer das auch heisst. Genau. Und wie es jetzt weitergeht. Weiß ich nicht, ich hoffe nur, dass die Brücke hier hebt. Und die hebt wirklich. Okay. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aha, muss man eben wieder abjucken? Oder über? Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir probieren es einfach. Ich nehme ein bisschen Anlauf. Auf die Plätze, fertig. Los! Boah, leck du mir, Mann! Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Genau, das wäre also die Brücke da vorne, hä? Also nicht über die Brücke, sondern unter der Brücke durch. Was immer das auch genau heisst, kann ich noch nicht so genau sagen. Aber es wird sehr spannend. Oh Mann, ein total leerer Raum, hey. Kein Bergungsgut, keine Munition. Alles super aufgeräumt, hey. Zum Glück kann ich vorher noch ein bisschen Munition holen, bevor dass wir da... über den Grat über sind. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet. Oh oh. Okay. Mann, mit Anlauf. Lara, ich hab sie im Visier. Okay. Es geht los. Gib dein Bestes. Nein! Okay. Oh, das war mega knapp. Ich hätte sollen mindestens noch ein bisschen weiter führen. Jetzt habe ich schon gemeint, die KI. Hey. Hier kannst du nur ein einziges Mal, aber nachher ist fertig. Und das werden wir nicht. Geil! Das ist der Ralph gewesen. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Wow. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen mich! Jetzt los! Halt! Warte! Hab ihn fast! Oh mein Gott! Warte!
Lara, der Weg müsste frei sein. Oh, Ralph. Merci. Ich denke, damit sind wir fit. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Ergib dich! Nein! Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort! Hopp! Oh, oh nein, nein! Nein! Okay. Okay. Okay, ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komme zurück. Versprochen. Spektakulär. Ich habe fast keinen Schnauf mehr, Jungs und Mädels, habe fast keinen Schnauf mehr. Retten Sie die gefangene Crew der Endurance. Genau, die Endurance ist ein Schiff, genau. Das war der Name vom Schiff, genau. Hat man ja in Part 1 im Tutorial, ganz am Anfang, hat man das gesehen. Und das heisst... Alle meine Freunde, nehme ich jetzt mal an. He? Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts, aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder!
Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen. Sprecht zu uns, Mimiko! Sieh mich nur an, okay? Ach du Scheiße, Mann, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist ein riesen Albtraum. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht gerade. Was soll ich sagen? Wir haben wieder viel erlebt, Jungs und Mädels. Es ist mehr als nur spannend. Und wir machen hier einen Break. Wir sehen uns beim Let's Play Tomb Raider 1. Part 16. Ich bin ein Voldemort. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Ich freue mich auf euch.